jetzt noch ein paar Urwaldregeln. Erstens, geht nie allein in den Dschungel. Alles, was ihr esst, zeigt ihr mir vorher. Wir trinken nur abgekochtes Wasser. Abdämmerungen bleiben alle im Haus. Wir sind freundlich zu jedem. Wir mischen uns nicht ein. Der Oberhäuptling von allen, Bahu, hat ihm einen Platz zugewiesen, der ein neutraler Platz für die Fayu war. Und in diesem Platz haben die Küglers ihr Haus gebaut. Und dadurch, dass es ein neutraler Platz war, haben die sich auch da auf diesem Platz immer getroffen, um sich zu bekämpfen. Das Spannende ist ja, dass die Fayu selbst, also auch die Menschen aus Papua-Neuguinea, diese früheren Stammesreden überhaupt nicht mehr können. Also das ist für die bereits auch Historie. Sehen. Die haben wir eigentlich in der Nähe der Unterkunft tatsächlich auf einem großen Platz einfach erstmal choreografiert und nachgestellt und da die dann weiterentwickelt, dann später auch als Sabine Kügler hier war, zusammen mit ihr weiter verfeinert. Just absolutely perfect. Discussing, arguing, pointing the arrows, you know, threatening a bit, threatening each other, going back. Meine Rolle am Set war eigentlich mehr auf die Papua-Neuguinea-Schauspieler konzentriert. Wir haben, also ich, deshalb war ich auch früher hier, weil wir natürlich vorher alles durchgeprobt haben. Der Kriegstanz, das sind so Sachen, wo ich sehr, sehr stark involviert war. And the fire dance was like this. Back. Like you're trying to make lots of smoke. Yes. 149, 9 take 1. Marker. Action! Action! Interessant ist ja, dass es ja im Grunde wie so ein Droh- und Balzverhalten ist. Das sind ja alles, man muss ja so sehen, das sind alles präzise Schützen, die mit Pfeil und Bogen auf irgendwie 100 Meter Entfernung einen Vogel vom Baum holen. Die stehen jetzt plötzlich in 40 Metern voreinander. Wenn jetzt alle ihren Bogen nehmen und genauso gezielt schießen, wie sie schießen würden, wenn sie einen Vogel erschießen, dann wären innerhalb von 2 Minuten alle tot. Meine, so klug waren sie dann schon zu wissen, wenn wir das jetzt 1, 2, 3 Mal im Jahr machen und jedes Mal davon kommen nur noch 20% nach Hause, dann sind wir auch irgendwann alle tot. Also insofern konnte ich das dann gut verstehen mit dem Balzen. Also ich drohe dir. Und wenn du es wissen willst, schieße ich auch mal einen Pfeil ab. Und wenn der jemand trifft, dann ist es deine Schuld, nicht meine. Weil du warst genau am falschen Moment, am falschen Punkt. Und dann ist es der Fluch, der dich sozusagen zur Strecke bringt. Und das finde ich spannend.